for my English fans, welcome back to his news with our. Hello! Hello! Look at Bizeps Gains. Welcome back zu einer neuen Episode, und zwar Ask Us Folge 4. 4. Ask Us 4, number 4. Episode. Number 4, bro. Trust me. Trust me. Look at that. Trust. Say it. Trust. Trust me, bro. Dude, bro. So, die Frage lautet. The question is. Question. Ja, schon question. Im letzten Video habe ich dir gesagt. Question. Man versteht es. Nein. Fuck. Sicher. Komm ich dann auf die Question. So. Hi, Authentic Bros. Yeah. Ich bin genau gleich groß wie Antonio und habe sehr Mühe damit. Wie steht ihr zu eurer Größe? Geht es euch auch so wie mir? Fühlt ihr euch in der Öffentlichkeit auch unwohl? PS. Can you... Oh! PS, cooler Name. Vielen Dank. Danke. Okay. Gute Frage. Wurde uns bereits oft gestellt. Antonio, ich lasse dir den Vortritt. Okay, first. Nein, okay. Auch Deutsch. Also. Sonst sind wir morgen noch hier. Ja, aber ich bin fleißig am Üben, kommt nicht schlecht. Ja, ich versuche mich zu korrigieren, aber kommt nicht. Zum Punkt. Also, zu deiner Frage, nein, warum auch? Denn auch wenn wir kleiner sind als andere... Hattest du nie Probleme? Am Anfang hatte ich schon Mühe, doch warum eigentlich? Warum muss ich mich... fertig machen lassen von denjenigen, die mir sagen, du bist kleiner und so, und weißt du, wenn du größer warst, so, wenn du größer sein möchtest, für was? Denn du bist so, wie du bist, du strahlst das aus, was du bist, und vielleicht wärst du vielleicht nicht so sympathisch oder so gut drauf, wenn du größer wärst, sondern wärst du vielleicht anders, als du bist. Denn die Größe macht es nicht aus. Du hast deine Persönlichkeit und die musst du ausstrahlen. Denn das macht dich zu dem, was du bist. Who's called? Okay. Ich sag dir mal, wie es bei mir war. Ich hatte früher... Wie war es bei dir? Frage. Ich hatte früher sehr, sehr große Mühe damit. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt. Es ging so weit, dass ich in der Öffentlichkeit sogar schon anfing zu schauen, wer ist größer, hat jemand, der gleich groß ist wie ich und so weiter. Also ich hatte ziemlich starke Probleme damit. Harte Probleme. Fuck you, man, ich bin hier offen. Ich bin ja 1,70, größer als der hier. Aber in den letzten Jahren habe ich gelernt, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Ihr seid so, wie ihr seid, groß, klein. Ich weiß auch von vielen Leuten, die 1,90 oder 1,95 sind, dass die sich auch unwohl fühlen, weil sie einfach nicht in der Norm sind. Aber da stelle ich mir einfach die Frage, wieso sollte man sich schlecht fühlen, wenn man nicht normal ist? Normal sein ist doch scheiße, Leute. Jeder Mensch ist so, wie er ist, und das ist auch gut so. Größe, Optik, Muskeln und so weiter, das spielt eigentlich keine Rolle, Leute. Das Wichtigste ist eure Persönlichkeit und euer Herz. Das zählt und nichts anderes. Lasst euch nie fertig machen auf eure Optik oder was auch immer. Das ist nur oberflächliche Scheiße. Ich meine, auf der FIBO. Wie viele Leute sind zu uns gekommen, ja, und haben uns gesagt, ihr seid so klein, wir hätten uns vorgestellt, dass ihr etwas größer werdet. Nein, sind wir nicht. Wir sind so, wie wir sind, und es stört uns nicht. Ich sag immer, wir sind klein, aber fein. Klein, aber oho. Oho.
Hurra, oho. Der oho. Eben, Leute, lasst euch nicht reduzieren auf irgendwelche oberflächliche Scheiße. Seid... Denn, darf ich noch? Ja, du darfst. Derjenige, der zu euch sagt, ha, du bist so klein, ist er besser als dich? Als du. Als du. Hat er etwas mehr als du? Vielleicht ist er größer, aber er strahlt vielleicht nicht so aus wie du. Er hat vielleicht nicht das gleiche Herz wie du. Er hat nicht die gleiche Persönlichkeit wie du. Denn wer andere fertig macht, der ist kein bisschen besser. Der sollte sich eigentlich schämen, dass er auf andere losgeht, denn er ist wirklich nichts Besseres. Merkt euch das, Leute. Wir sind alle gleich, wir haben alle die gleichen Rechte. Ob groß, klein, schwarz, weiß, was auch immer. Scheiß drauf, auch alle Hater. We give a fuck. A fuck of two. Zieht euer Ding durch, lasst euch nie von... Aber nie. Von irgendjemandem was einreden, ihr seid schlecht. Einfach hier rein, da raus und weitermachen. Am besten gar nicht rein. Oh, shit. So, ich glaube, das war's. Ihr seid... Wie ihr seid. Punkt. Ja, fertig. Mensch. Läuft. Okay. Brennt. Ich hoffe, das Video hat... Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. I hope the video, you like this, that video. Falls you have question, please send us emails and comments, please. And yes. Ja, eben. Wir werden Freude haben. Es freut uns, dass ihr uns solche persönlichen Fragen stellt und wir haben auch kein Problem, die zu beantworten. Wir sind offen, wir haben nichts zu verstecken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Have a nice day. Peace. Adios, amigos. Warum, Mann? Boom, chica, chica, chica. Boom. You mean reinhard my biceps, bro? Look at that. Gains in the Hollister hoodie. Who are the gains? Fuck. Ace no for Tony. Ja, warte bis zum nächsten Battle. So.